Imperialismus. Diesen Begriff kennt noch so manch einer aus dem Geschichtsunterricht. Ja, damals vor 100 Jahren war es schlimm, als Länder noch kolonisiert, unterworfen und unter Großmächten aufgeteilt wurden. Aber das liegt ja in der Vergangenheit, oder? Der Syrienkrieg und die aktuelle Zuspitzung zeigen uns, dass der Imperialismus lebendig ist wie eh und je. Das Satiremagazin Der Postillon formulierte es kürzlich recht treffend, als es sarkastisch feststellte, dass Syrien weder in Russland noch in den USA liege. Und doch haben gestern Nacht die USA, Frankreich und Großbritannien mit mehr als 100 Raketen verschiedene Ziele in Syrien angegriffen. Russland drohte schon mit Vergeltung. Auslöser sei der mutmaßliche Einsatz von Giftgas durch den syrischen Präsidenten Assad gewesen. Als ob Giftgas die USA, Großbritannien und Frankreich interessieren würde. Sie selbst haben chemische Waffen bereits mehrfach und systematisch eingesetzt. Was ist denn mit dem Giftgas Agent Orange, das die USA im Vietnamkrieg gegen die kommunistischen Rebellen nutzte? Noch heute gibt es über 100.000 Kinder mit Fehlbildungen. Als Saddam Hussein tausende Kurden im Krieg gegen den Iran mit Giftgas ermordete, sahen die USA und Großbritannien wohlwollend zu. Die USA haben heute selbst eines der größten Chemiewaffenarsenale der Welt. Das hohe moralische Ross, auf den Amerika, Frankreich und Großbritannien heute reiten, ist von innen verfault. Worum geht es denn dann? Imperialismus, das bedeutet nicht nur Angriffskriege zu führen. Imperialismus, das ist ein ganzes ökonomisches System, in welchem die imperialistischen Länder um Absatzmärkte und Weltherrschaft kämpfen. Manchmal mit friedlichen, manchmal mit kriegerischen Mitteln. Und seit einiger Zeit wird der Krieg um Syrien auch mit kriegerischen Mitteln geführt. Hintergrund ist die geostrategische Lage Syriens im Herzen des Nahen Ostens, dem größten Rohstoffbecken der Welt. Syriens Weigerung, die Katari-Ölpipeline im westlichen Interesse zu bauen, sein Wille, sich dem westlichen ökonomischen Einfluss zu entziehen und Russland unterzuordnen. Ach ja, Russland. Sollte man sich nun ob der völkerrechtswidrigen Angriffe des Westens auf Russlands Seite schlagen? Einige Menschen tun dies, und doch kann es keine Alternative sein. Russland verfolgt dieselben imperialistischen Interessen wie die westlichen Mächte, politischen Einfluss und ökonomische Beherrschung des Nahen Ostens. Für Russland war es keine Alternative, die gesamte Region im Westen zu überlassen, also sind sie militärisch in den Bürgerkrieg reingegangen, nachdem sie Syrien auch ökonomisch unterworfen hatten. Syrien ist heute vollständig von Russland und seiner militärischen Hand abhängig. Imperialistisch unterworfen eben. Also keine Hoffnung in Syrien? Wer eine Position jenseits des Imperialismus einnehmen möchte, der sollte auf die kurdische Bewegung im Norden Syriens schauen. Sie haben nicht nur den Islamischen Staat am Boden die größten Schläge versetzt, sie haben auch ein eigenes demokratisches Regime inmitten des Bürgerkriegs aufgebaut. In Rojava gibt es immer einen männlichen Bürgermeister und eine weibliche Bürgermeisterin. Es gibt eine Quote für die verschiedenen Ethnien und Religionen vor Ort zur systematischen Beteiligung an der Machtausübung. Auch sie arbeiten zeitweise mit Russland und den USA, wo nötig, zusammen. Sie nutzen die zwischenimperialistischen Widersprüche aus. Und doch wissen sie aus ihrer Geschichte, dass dies immer nur eingeschränkt möglich ist, da diese Mächte ihre eigenen Interessen verfolgen. Für sie ist klar, dass nur mit einem eigenen dritten Weg, einem antiimperialistischen Weg, erfolgreich für die Menschen agiert werden kann. Und das ist das, was wir auch hier in Deutschland unterstützen sollten.